Professor Kurchide hat seine Kindheit zwischen Saudi-Arabien und dem Libanon verbracht. Die Großeltern haben im Libanon gelebt, die Eltern waren in Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien ist er in Kontakt gekommen mit der wahhabitischen Vorstellung des Islam, eine der rigorosesten und strengsten Vorstellungen des Islam, die wir momentan haben. Aber er hat die Ferien immer im Libanon bei seinen Großeltern verbracht. Der Libanon, ein multireligiöses, multikulturelles Land. Und da hat er von den Großeltern quasi einen liberalen Islam, einen offenen Islam kennengelernt. Also diese beiden Pole haben ihn immer begleitet. Nach der Schule ist er dann nach Österreich gegangen, nach Wien, hat dort studiert. Und ich muss immer erzählen, was dann in Wien passiert ist, weil ich das eigentlich ganz unglaublich finde und auch sehr berührend finde. Jemand, der in Saudi-Arabien religiös unterwiesen wurde, glaubt, dass die Welt sich teilt in diejenigen, die die wahren Gläubigen sind und diejenigen, die die Ungläubigen sind. Und die einen sind von Gott auserwählt, die anderen sind von Gott verflucht. Und das sieht dann so aus, nach dem Ableben, dass diejenigen, die ungläubig sind, dass sie dann für immer und ewig in der Hölle braten. So, und Herr Kurchide, so hat er das auf jeden Fall berichtet und auch in seinen Büchern beschrieben, kam also mit dieser Haltung nach Österreich und hat dort zwei Dinge, wahrscheinlich noch sehr viel mehr erlebt, die ihn zum Nachdenken gebracht haben. Das eine war, er hat promoviert und seine Doktormutter war eine bekennende Atheistin. Und sie hat sich offensichtlich sehr, sehr gut um die Promotion gekümmert. Und da hat er sich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass so ein guter Mensch, nicht nur um ihn hat sie sich gekümmert, sondern sie war insgesamt sehr sozial engagiert. Wie kommt es eigentlich, dass so ein guter Mensch von Gott quasi verdammt wird und in die Hölle geschickt wird? Und das Zweite, was ihn zum Nachdenken gebracht hat, war, dass er in Österreich A, als Ausländer einen Studienplatz bekam und dass er krankenversichert war. In Saudi-Arabien hatte er kein Recht auf einen Studienplatz und er und seine Eltern waren nicht krankenversichert. Das heißt, es gab ein großes Problem, wenn man krank wurde. Er erlebte auch die Zweiklassengesellschaft in Saudi-Arabien. Das heißt, als Ausländer durfte man auch nicht zu den gleichen Ärzten gehen. Also man hat eine Medizin zweiter Klasse bekommen. Jetzt in Österreich gab es also eine Krankenversicherung. Und das, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich mir das überlege. Die Vorstellung, dass Gott Menschen, die eine Krankenversicherung für alle erfinden, in die Hölle schickt, hat ganz offensichtlich eine Irritation ausgelöst, die dann dazu geführt hat, dass sich Professor Kurchide kritisch auch mit Grundlagentexten des Islam und mit der islamischen Orthodoxie befasst hat und dann tatsächlich begann, eine Theologie weiterzuentwickeln, für die er auch heute steht. Ja, die wissenschaftliche Laufbahn, überhaupt die Laufbahn, da will ich gar nicht alle Stationen nennen. Wichtig erscheint mir, dass er religiöse Praxis hatte in Wien, einige Jahre lang als Imam einer Moschee tätig war, aber auch als Religionslehrer für den islamischen Religionsunterricht, der unter der Leitung der österreichischen Glaubensgemeinschaft steht. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent in Wien, bis er dann einen Ruf nach Münster bekam. Und dort ist er jetzt Professor für islamische Religionspädagogik und leitet eben das Zentrum für islamische Theologie. Bekannt geworden außerhalb der Wissenschaft ist er durch einige Bücher. Ich will die jetzt mal ganz kurz als Werbeblock in die Kamera halten. Das erste, sehen Sie das? Islam ist Barmherzigkeit, Grundlage einer modernen Religion. Damit ist er, glaube ich, in Deutschland bekannt geworden. Und da werden wir sicherlich heute auch noch einiges zu hören. Eine Religion, in der die Barmherzigkeit und die Liebe im Vordergrund steht und nicht das Strafen und nicht die Unterwerfung. Dafür gab es nicht nur Zustimmung, gerade aus muslimischen Kreisen. Einigen ging das viel zu weit mit der Liebe. Das zweite Buch, das erste war 2012 erschienen, 2013 kam dann Scharia, der missverstandene Gott, ein ganz neuer Ansatz zur Scharia,
Auch das finde ich sehr bemerkenswert. 2015 dann Gott glaubt an den Menschen, wo die Beziehung zwischen Gott und dem Gläubigen als Liebesbeziehung gekennzeichnet wird. Und jetzt gerade das neue Buch, um das es heute auch gehen wird, Gottes falsche Anwälte. Und da sehen Sie, ich habe hier lauter Zettel reingeklebt. Das sind die Stellen, in denen mir vieles aufgefallen war, was ich bemerkenswert fand. Und es war so viel, dass ich irgendwann gedacht habe, jetzt höre ich mal auf mit den Zetteln. Sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn mehr. Also verschiedene Bücher, in denen eine Theologie, in die Grundlagen einer Theologie gezeichnet werden, die ich außerordentlich bemerkenswert finde. Und jetzt will ich aber nicht über Professor Kirchhide sprechen. Vielleicht noch eine Sache. Nicht nur als Wissenschaftler ist er rege tätig, sondern auch in verschiedenen anderen Bereichen. Er leitet zurzeit den wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle politischer Islam in Österreich. Ich bin auch in diesem Beirat drin, da arbeiten wir zusammen. Wir haben wissenschaftlich schon häufig zusammengearbeitet. Also von daher bin ich sehr, sehr froh, dass Herr Professor Kirchhide hier ist. Wir kennen uns gut und ich will auch nicht so tun, als ob wir per Sie seien. Also wenn wir jetzt uns unterhalten, dann werden wir uns duzen, nicht, dass Sie da irritiert sind. Ja, und noch vielleicht eine Sache, habe ich mir heute auch auf der Homepage angeschaut. Es gibt eine muslimische Gemeinschaft Nordrhein-Westfalen, einen Zusammenschluss jenseits der großen Dachverbände in Nordrhein-Westfalen. Und auf dieser Homepage, wen das interessiert, gibt es sogar Online-Predigten. Also wer das gerne mal hören möchte, sowohl zu Fragen der Theologie, aber auch zu Fragen der Gesellschaft. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Jetzt übergebe ich dir das Wort, lieber Mohammed. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Susanne. Es ehrt mich sehr, freut mich auch. Und ich fühle mich in Demut dankbar, dass ich diese Reihe eröffnen darf mit diesem Vortrag. Ich freue mich sehr auf die Diskussion nachher, sowohl mit dir als auch mit unserem Publikum. Auch verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen auch für die jetzt virtuelle Anwesenheit. Ich freue mich auch nachher auf die Diskussion. Ich möchte da anfangen, wo Frau Schröter am Ende, oder das, was Frau Schröter am Ende erwähnt hat, aus aktuellem Anlass. Wir beide sind in der Tat, sind neben all den Aufgaben, die wir sonst machen, beratend in diesem wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle politischer Islam. Und in den letzten Wochen und Tagen wird sehr viel diskutiert und kontrovers diskutiert über den politischen Islam. Und was ist das? Natürlich von Anhängern, Sympathisanten des politischen Islam wird plötzlich also so getan, als wäre das alles ja neu. Der Begriff gibt es in der Wissenschaht seit den 80er, in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts schon. Es gibt eine Fülle an wissenschaftlicher Literatur, die den Begriff verwendet, in arabischer Sprache, in türkischer Sprache, in persischer Sprache, in verschiedensten Sprachen, sehr viel in französischer Sprache übrigens, auch in englischer, weniger in Deutsch, aber es gibt auch in deutscher Sprache und in anderen Sprachen. Also wir dürfen nicht so tun, als wäre das alles Erfindung der letzten Wochen und Monate, dieser Begriff oder dieses Phänomen überhaupt des politischen Islams, denn politischer Islam geht zurück auf die Muslimbrüderschaft, die schon in den 20er Jahren gegründet wurden, 20 Jahren des 20. Jahrhunderts mit Hassan al-Banna. Und wenn man dort liest, was Hassan al-Banna schreibt, und ist es auch wichtig für uns zu wissen, dass das, was er damals geschrieben hat, wird heute auch gelesen, gerade von Anhängern der Muslimbrüderschaft beziehungsweise von Anhängern des politischen Islams, die seine Bücher gelten noch als aktuell in diesen Kreisen. Und wenn man genauer liest, was er und auch in seiner Tradition der Nachfolger, auch die über den politischen Islam oder Muslimbrüderschaft auch geschrieben haben, beziehungsweise die Ideologie ausgeführt haben, also die das vertreten, dann stellt man schnell fest, dass es sich hier um eine Herrschaftsideologie handelt. Und mit dem möchte ich anfangen. Eine Herrschaftsideologie, das ist viel mehr als nur Politik. Also, wenn wir von politischem Islam sprechen, meinen wir keineswegs, dass hier Muslime sich nicht politisch engagieren sollten. Im Gegenteil, es ist ja gewollt, sowohl im Christentum, im Judentum, im Islam,
dass man sich auch politisch einbringt für Umweltschutz, für Gleichberechtigung von Mann und Frau, für mehr Gerechtigkeit, für mehr soziale Solidarität in der Gesellschaft und so weiter. Also sich da positiv, konstruktiv einzubringen, das ist ja ein politisches Engagement und das ist ja nichts Verwerfliches dabei. Das meinen wir nicht, wenn wir vom politischen Islam sprechen, sondern wir meinen das, was die Gründer des politischen Islams, Hassan al-Banna und die anderen, gemeint haben. Und zwar eine Herrschaftsideologie, die die Gesellschaft umgestalten will nach bestimmten Werten, die mit unserer Vorstellung über die freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht also stehen im Widerspruch, also diese Werte stehen im Widerspruch zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Herrschaftsideologie bedeutet, man will herrschen. Was ich jetzt hier in dem Buch mache, ist Folgendes. Ich gehe ausführlich auch auf den politischen Islam im Buch, aber es reicht nicht, um das alles zu dekonstruieren, also um diesen Herrschaftsanspruch im Namen des Islams, weil es eine Art oder eine Form der Instrumentalisierung des Islams, um diese Herrschaft zu legitimieren. Um das zu dekonstruieren, reicht nicht aus zu sagen, wir lesen den Islam einfach so säkular und Punkt. Ich möchte das alles dekonstruieren im Sinne von die Frage stellen, woher kommt denn das eigentlich? Also ist das das Selbstverständnis des Islams, dass er eine Herrschaftsideologie ist? Wenn das so wäre, dann wäre es ja schwer zu sagen, wir wollen den Islam reformieren und daraus keine Herrschaftsideologie machen, weil wenn das das Selbstverständnis des Islams wäre, dass er eine Herrschaftsideologie ist, dann hätten diejenigen recht, die auch mich kritisieren, innerislamisch oder auch nicht innerislamisch und meinen, oh, das ist eine neue Religion. Also wenn sie nicht den Anspruch stellt auf Herrschaft, dann ist das eine völlig andere Religion, die sollte man nicht mehr Islam nennen. Ich behaupte, das ist meine These, ich behaupte, dass der Islam eben diesen Anspruch nicht stellt. Er stellt den Anspruch, eine spirituelle, ethische Religion sein zu wollen, eine im Sinne des Individuums, aber auch im Sinne der Gesellschaft, aber es stellt nicht den Anspruch, eine Herrschaftsideologie sein zu wollen. Und in der ersten Hälfte des Buches gehe ich ausführlich auf das ein und zeige, wo die Anfänge waren. Natürlich gibt es Menschen, Personen, die sagen, die Anfänge waren mit Mohammed selbst. Ich widerspreche dem und meine, Mohammed war zwar Politiker im Sinne von, also neben seiner Rolle als Prophet, im Sinne, dass er die Gemeinde verwaltet hat, aber er hat für sich nicht diesen Anspruch der Herrschaft gestellt. Und ich bringe einige Argumente. Ich gehe auf dieses Kapitel gehe ich jetzt nicht ein. Was interessant ist, ist, was danach passiert ist. Und zwar, als die erste Dynastie angefangen hat, 661, Mohammed ist 632 verstorben, ab 661 die erste Dynastie, die Familie, die eine große Rivalität hatte mit einer anderen Familie, mit einem anderen Clan um die Herrschaft von Arabien, die umayyadische Familie. Es gab schon vor islamischer Zeit, lange vor der Geburt Mohammeds, eine riesengroße Rivalität zwischen zwei Clans, die Umayyaden auf der einen Seite und die Haschimiten auf der anderen Seite. Zwei Clans, die herrschen wollten. Die Umayyaden haben das Kalifat ab 661 an sich gerissen und zwar mit Mitteln der Gewalt. Es gab einen Krieg gegen den vierten Kalifen, der Kalif Ali. Ein Krieg gegen den Kalifen Ali. Ali ist Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammeds und ab diesem Krieg also begann langsam sich diese Spaltung zu etablieren zwischen Sunniten und Schiiten, die Anhänger Alis, die Schiiten und die anderen sind die Sunniten. Also mein Interesse ist weniger ein historisches, auch kein politisches, sondern ein theologisches. Und zwar, diese Herrscher, die die Herrschaft an sich gerissen haben mit Mitteln der Gewalt, die mussten das begründen, legitimieren. Wie legitimiere ich jetzt einen Krieg gegen den vierten Kalifen, gegen den Vetter, gegen den Schwiegersohn des Propheten Mohammed? Was damals geschah, ist, dass derjenige, also Begründer der umayyadischen Dynastie, diesen Krieg durch die Prädestinationslehre begründet hat, die man bis dahin so nicht kannte. Also er hat das
auf den Gottes Willen geschoben. Also Gott will das so. Es gibt eine Rede von dem umayyadischen ersten Kalifen in diesem Krieg gegen Ali, bevor er Kalif geworden ist, wo er zu den Soldaten spricht und er sagt ihnen, in dieser Welt geschieht nichts, was Gott nicht will, denn Gott ist allmächtig. Gott, der Allmächtige, würde nichts zulassen, was er nicht will. Sonst wäre ja Gott unbeholfen, wenn was passiert in der Welt, was Gott nicht will. Und indem wir jetzt Krieg führen gegen Ali und indem Gott das zulässt, das ist ein Zeichen, dass das, was wir machen, dem Willen Gottes entspricht. Das war Eingang der Prädestinationslehre, politisch motiviert. Und das hat Eingang gefunden in die islamische Theologie. Im sunnitischen Islam, ich bin selber übrigens Sunnit, auch obwohl ich nicht viel halte von dieser Kunst, von diesem Konstrukt Sunniten-Schiiten, was eigentlich politisch gewachsen ist. Aber ich sage das nur, damit man nicht glaubt, jetzt ein Schiit kommt hier und kritisiert, sondern auch als Sunnit sage ich das, dass der sechste Glaubensgrundsatz im sunnitischen Islam, das, was der Schiiten ablehnen, der in Richtung Prädestination interpretiert wird, dass das eigentlich sein Eingang, also dieses Verständnis vom sechsten Glaubensgrundsatz als Prädestinationslehre, es geschieht nur das, was Gott will, das ist politisch motiviert gewesen und hat gravierende Konsequenzen für die Theologie, für die islamische Theologie. Denken Sie übrigens, also kleiner Exkurs an die Diskussion heute, Coronavirus, woher kommt das? Durch diese Prädestinationslehre sagen nicht wenige, sehr viele muslimische Theologen, ja, es geschieht nur das, was Gott will das so. Und dann kommen Interpretationen als Prüfung für Menschen, als Strafe, als Wachrütteln, was immer, aber Gott will das so. Diese Diskussionen gab es im 8. Jahrhundert. Die Opposition zu den Umayyaden, die politische Opposition, hat diese Prädestinationslehre vehement abgelehnt. Und die haben darauf beharrt, dass der Mensch frei ist und nicht prädestiniert. Haben sie stark für die Freiheit gemacht. Allerdings die ersten Gelehrten, die sich für die Freiheit gemacht und Gott-Mensch-Beziehung als Freiheitsbeziehung ausbuchstabiert haben, wurden gefoltert, umgebracht. Also diese Schule hatte keine Chance. Das war das eine. Also Prädestinationslehre, halten wir das mal fest. Ich erinnere auch an etwas, was sehr oft vergessen wird, dass die Muslime im 6. Jahrhundert, Entschuldigung, im 7. Jahrhundert, zwischen 632 und, oder 634 und 645, 47, die zwei große Mächte oder Reiche erobert haben. Das Persische, das Sassanidische Reich auf der einen Seite und Byzanz, also das Oströmische Reich. Und dort war das Kalifat, also das umayyadische Kalifat hat die Hauptstadt von Medina Richtung Damaskus gebracht. Dort, wo der Kaiser, wo der byzantinische Kaiser geherrscht hat. Wenn wir uns genauer anschauen, was das Verständnis von dem Kaiser war, der hat sich damals verstanden, der Kaiser, als Vertreter Gottes auf Erden. Und der sassanidische König hat sich verstanden als auch ähnlich, als Vertreter Gottes auf Erden. Diese Herrschaftstheorie, der Herrscher ist sowas wie Vertreter Gottes auf Erden, das haben die Muslime sukzessive adaptiert. Und das können wir zum Teil nachvollziehen, sogar in der Literatur ab der abbasidischen Dynastie. Abbasidische Dynastie ist Nachfolger der Umayyaden, 750 kamen die Abbasiden. Die Abbasiden sind, also stammen aus dem Haschimitischen, aus der haschimitischen Familie. Also diese alte Rivalität, die begleitet uns viele Jahrhunderte eigentlich in der islamischen Geschichte. Und die Abbasiden jetzt, die eigentlich die Umayyaden, also die Macht übernommen haben durch Massaker an die Umayyaden, also mit Gewalt, durch Kriege. Wie haben sie das begründet? Da braucht man nur sich die Rede anschauen. Begründer der abbasidischen Dynastie, Abul Abbas Safar heißt er. Dieser Abul Abbas hat in seiner Rede, die dokumentiert wurde, Folgendes gesagt: Es entspricht dem Gottes Willen. Gott will, dass wir diese Umayyaden vernichten, massakrieren, weil die keine richtigen Muslime sind. So war die, seine Auslegung, damit hat er argumentiert. Also auch mit dem Gottes Willen. Aber jetzt kommt etwas dazu. Die Abbasiden waren hauptsächlich Perser, die zum Islam konvertiert sind. Sie haben vieles übersetzt aus dem Persischen. Und
Und das zu einem Zeitpunkt im 8. und 9. Jahrhundert, wo die Primärquellen der islamischen Theologie systematisch erfasst und niedergeschrieben wurden. Das ist deshalb wichtig, weil das, was wir heute als Primärliteratur haben, in vielen, vor allem in der Theologie, in Gottes Lehre, in vieles davon wurde von persischen Gelehrten, also große Namen wie Al-Ghazali zum Beispiel. Al-Ghazali war ein Perser, der hat auch auf Persisch geschrieben und viele andere große Namen, sogar die arabische Grammatik. Der erste, der arabische Grammatik geschrieben hat, Ibn Sibawi, ist ein Perser. Also sogar die arabische Sprache, der erste Koranlexik und vieles wurden von Perser geschrieben. Was für unsere Diskussion wichtig ist, die Herrschaftstheorie, politische Theorie, würde man heute sagen, wurde niedergeschrieben auch von Persern. Alles, was wir haben aus dem 8. 9. Jahrhundert, das meiste, also mit ganz kleinen Ausnahmen, wurden von Persern geschrieben, die zum Islam konvertiert sind. Und wir haben Folgendes, auf das gehe ich im Buch ausführlich, jetzt mache ich das nicht. Also persische Texte von den Sassaniden, zum Beispiel gibt es einen berühmten Text von den Begründer des Sassanidischen Reichs im 3. Jahrhundert, war er, Ardashir der Erste, der schreibt an seinen Sohn Shapur der Erste zu Empfehlungen, wie er regieren soll. Und da schreibt er ihm, das Königreich und Religion sind zwei Brüder, die nicht zertrennlich sind nicht trennbar sind. Und dann gibt er ihm Empfehlungen, sagt er ihm, schau, dass du immer die religiösen Angelegenheiten in deiner Macht sind. Überlass das nicht den Gelehrten oder den geistlichen Oberhäupten, weil sie erreichen die Menschen emotional viel, also sie können die Menschen viel besser lenken als die Herrscher. Und deshalb, das muss unter deiner Macht bleiben. Diese Theorien in ihren Details finden wir durch persische Gelehrte, die zum Islam konvertiert sind, übersetzt, aber nicht nur übersetzt, und das ist wichtig, sondern auch islamisiert. Also die, das übersetzt haben, haben nicht jetzt gesagt, das hat Ardashir an seinen Sohn geschrieben, sondern sie haben das deklariert als die islamische Herrschaftstheorie. Religion und Politik nicht trennbar. Der Kalif, statt jetzt der König, der Kalif oder der Herrscher, der Sultan oder wer immer, ist zugleich eine religiöse Autorität. Warum ich das erzähle? Nur um das alles, also um die Anfänge genau zu erklären, um zu dekonstruieren, zu zeigen, auch welche Einflüsse von außen kamen. Die Prädestinationslehre war politisch motiviert, dieses Gehorsamsdogma, das sich etabliert hat, dadurch, dass der Kalif oder der Herrscher oder der Sultan oder der Emir, wer immer da geherrscht hat, sowas wie Art Sprecher Gottes, im Auftrag Gottes handelnd, hat dazu geführt, dass jede politische Opposition zugleich eine Opposition zu Gottes Willen oder Opposition gegenüber Gott deklariert wurde und deshalb bekämpft wurde. Das waren die Anfänge dessen, was heute der politische Islam sagt, wir wollen herrschen. Das, was Hassan al-Banna schreibt, das könnte eins zu eins sein, etwas, was ein sassanidischer König geschrieben haben. Nur die Labels sind anders. Hier spricht er von Islam und dort andere Weltanschauung. Das ist das eine. Das andere, für die Theologie ist das interessant, also Folgendes ist interessant. Diese jetzt Herrscher, die angefangen haben, sich mit Gott zu identifizieren, die brauchen jetzt einen starken Gott, einen restriktiven, also einen Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der im Koran durch und durch beschrieben wird. Natürlich kommt auch Gewalt im Koran vor, also ich will das nicht verdrängen, aber durch und durch kommt das Bild eines lieben, barmherzigen Gottes. Das hilft nicht weiter jetzt, um damit Restriktionen zu begründen, dass ich jetzt Krieg führe. Also denken Sie, wie gesagt, an die Abbasiden, die Riesenmassaker verübt haben gegen die Umayyaden im Namen Gottes. Also ein Gott der Liebe, Barmherzigkeit, mit dem kann man keine Menschen massakrieren. Da braucht man ein anderes Gottesbild. Und entsprechend stellen wir diese Verschiebung vor in das Gottesbild, wie Gott rezipiert wurde jetzt. Und das hat Eingang in die Theologie gefunden, so ein restriktives Gottesbild, wo der Mensch ein Objekt des Gehorsams geworden ist. Und im Laufe der Zeit, auch in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des
abbasidischen Kalifats, wo die Kalifen sehr schwach geworden sind, dennoch finden wir, dass dieses Gottesbild und dieses Gott-Mensch-Beziehung als Unterwerfungsbeziehung sich verselbstständigt hat, unabhängig jetzt von der politischen Lage. Und ich meine, dass sich das bis heute so verselbstständigt hat, dieses Gott-Mensch-Beziehung als ein restriktives Verhältnis, als Unterwerfungsverhältnis. Und ich bringe im Buch, jetzt mache ich einen Riesensprung ins 20. Jahrhundert, ich bringe Beispiele, und das erstaunt jetzt einige, wenn sie zum Beispiel wissen, dass im 20. Jahrhundert der erste Anführer oder jetzt erste überhaupt Staatsoberhaupt in der islamischen Welt, der die Kreuzeszug-Erzählung oder das Kreuzeszug-Narrativ verwendet hat, um seine Macht zu befestigen. Das war kein keiner, der aus einer religiösen Tradition kam, sondern aus einer kommunistischen. Das war der ägyptische Nasser. Nasser war der Erste, der überhaupt gesagt hat, ich bin hier, ich kämpfe hier wie damals Saladin gegen die Kreuzzügler, ich kämpfe hier gegen die Kreuzzügen. Wer hat ihm in dieser Tradition gefolgt? Ein anderer aus einer kommunistischen Partei, die Ba'ath-Partei im Irak, Saddam Hussein. Saddam Hussein kommt aus derselben Stadt wie Saladin, der damals gegen die Kreuzzüge gekämpft hat. Und Saddam Hussein hat immer und immer wieder diese Rhetorik verwendet. Ich kämpfe gegen die Kreuzzüge. Ich bin der neue Saladin. Also damit hat er versucht, auch seine Machtstellung auch zu legitimieren, mit dieser Berufung auch auf religiöse Kriege. Die ersten im 20. Jahrhundert, die von Scharia-Gesetze geredet haben, wir müssen Scharia einführen, das waren nicht die muslimischen oder die Islamisten. Die ersten, die das beansprucht haben, im Sinne, wir brauchen so einen islamischen Staat, waren Säkulare. Numeiri von Sudan zum Beispiel, der an die Macht gekommen ist durch einen militärischen Putsch, der total säkular war. Als er geschwächt wurde, hat eine Legitimation gebraucht. Dann hat er angefangen, von Scharia zu reden. Also hat für sich das Religiöse entdeckt. Aber was hat er an Scharia gefunden, womit er Macht demonstriert? Körperstrafen. Da hat er demonstrativ in der Öffentlichkeit die Körperstrafe im Sudan durchgesetzt, damit verübt, damit die Menschen sich abschrecken, aber auch damit ein Zeichen setzt, ich bin hier Vertreter Gottes, ich bin der, das Gesetz Gottes durchsetzt hier. Es gibt andere Beispiele, auch der Vater von dem heutigen marokkanischen König hat auch plötzlich angefangen von Scharia zu reden. In Marokko hat Ramadan-Fastenpflicht für Studierende, für an den Universitäten, Gebetsstätte und so weiter eingerichtet. Alles in einer späteren Phase in seinem Wirken, wo er gemerkt hat, ich brauche ein Narrativ, vor allem nach Ende des panarabischen Narrativs durch den verlorenen Sechstagekrieg 1967 gegen Israel. Das hat diese ganze Rhetorik von wir als Panarabisten, das Arabische, die arabische Identität ist federführend, ist mächtig, siegesreich und so weiter. In 6 Tagen wurde alles vernichtet. Da konnte weder Saddam Hussein noch, also vor allem Nasser damals, noch irgendein arabischer Anführer etwas, also sich legitimieren mit dem Panarabismus. Und als Ersatz kam dann dieses religiöse Narrativ. Ich will nur sagen, Sie sehen ja, wie Religion zur Verfügung steht. Wenn man darauf greifen will, greift man darauf, weil die Bilder da sind. Auch die Restriktionen, auch ein Gottesbild als Kriegergott, als Rachegott, den man immer wieder einsetzen kann. Das heißt, wir müssen das dekonstruieren. Wir müssen diese Gottesbilder dekonstruieren. Als Theologe, das ist mein Interesse, diese Bilder zu dekonstruieren. Und eine Alternative zu bieten. Jetzt gehe ich in 5 Minuten ganz kurz auf die Alternative, ich schaue auf die Uhr hin und wieder. Die Alternative ist ein Gott-Mensch-Beziehung als Freiheitsbeziehung. Das, was eigentlich die erste Opposition zu den Umayyaden, damals waren es
vereinzelte Gelehrte, daraus wurde eine Schule, daraus wurde eine andere, die Mu'tazilitische Schule, die von Freiheit gesprochen hat. Ich will nicht in theologischen Details jetzt hineingehen. Aber es gab diese Ansätze, es gab diese Ansätze sehr stark sogar im 8. und 9. Jahrhundert, die, wie Mu'tazilitische Schule, sieht Freiheit als Glaubensgrundsatz sogar. Aber was wurde aus dieser Schule im 9. Jahrhundert? Wurde sie endgültig vernichtet, auch militärisch vernichtet? Die gibt es nicht mehr. Das heißt, wir haben Ansätze innerhalb der islamischen Theologie, die sich stark machen für die Freiheit. Und ich meine heute, wir können diese Ansätze fruchtbar machen, nicht indem wir sie jetzt eins zu eins übernehmen, aber indem wir eine Theologie der Freiheit entwickeln können, wo wir sagen, das ist nichts Aufgesetztes von oben so, weil jetzt der Westen das will oder die Europäer oder wer immer, sondern weil, wenn wir zurück in der islamischen Geschichte gehen, dann sehen wir, dass Herrschaftsideologien, angefangen mit der umayyadischen und später der abbasidischen Dynastie, dazu geführt haben, dass aus dem Islam immer stärker eine Herrschaftsideologie geworden ist, die ein Gott-Mensch-Verhältnis als Unterwerfungsverhältnis und mit Unterwerfungsstrukturen etabliert hat, um ihre eigene Macht zu legitimieren und auch aufrecht zu erhalten. Und das alles können wir heute auch theologisch dekonstruieren, indem wir uns stark machen für eine andere Theologie, Theologie der Freiheit. Zwei, drei Sätze dazu. Theologie der Freiheit bedeutet die Betonung des Menschen als Subjekt. Also in unserer heute modernen Sprache würden wir sagen, im Sinne der neuzeitlichen Freiheitsphilosophie, dass der Mensch selbstbestimmt ist. Und daraus können wir, auf das können wir aufbauen. Übrigens, da gibt es Parallelen im christlichen Kontext. Also das Christentum hat das alles hinter sich. Auch diese Pervertierung des Christentums, um bestimmte Machtstellungen zu legitimieren, wo man sich dann losgelöst von dem Ganzen. Und heute die Freiheitstheologie, also gerade die neuzeitliche Freiheitsphilosophie, die finden wir sehr stark vertreten inmitten der christlichen Theologie. Ich erinnere an große Namen, also von Philosophen, Fichte, Schilling, haben sich mit der Philosophie der Freiheit ausführlich beschäftigt, und darauf basierend hatte Philosoph und Theologe Hermann Krings angefangen, diese Philosophie der Freiheit in die christliche Theologie zu implementieren. Und heute Thomas Pröpper, der vor kurzem verstorben ist, hier in Münster, hat er gewirkt. Er hat inzwischen viele Schüler da und dort, gerade in Deutschland, als Professoren, Lehrstuhlinhaber da und dort. Thomas Pröpper hat sich sehr stark gemacht für die Freiheitstheologie, beziehungsweise hat ja diese neuzeitliche Freiheitsphilosophie stark eingebaut in die christliche Theologie. Ähnliches würde sehr gut funktionieren, auch innerislamisch, weil es geht auch um ähnliche Entwicklungen. Und da hilft uns der Koran selbst, der Gott-Mensch-Beziehung als Liebesbeziehung deklariert. Da heißt das ja in der 5. Sure 54, Gott erschafft Menschen, die er liebt und die ihn lieben. Das Gesetz der Liebe ist Freiheit. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe, weil Liebe kann nur in Freiheit geschehen. Sonst ist es, Liebe ist ein Geschehen der Freiheit. Sonst ist es keine Liebe, weil Liebe bedeutet, dass man den anderen als Selbstzweck betrachtet und nicht funktionalisiert. Man liebt jemanden, weil man sein Geld will oder seine Schönheit oder was immer, sondern seinetwegen einfach, ohne Grund, ohne ihn zu funktionalisieren, ohne ihn zu verdinglichen. Das ist genau das, was gemeint ist mit dem Subjektwerden des Menschen. Der Mensch als Subjekt bedeutet, der Mensch selbst ist ein Selbstzweck. Das, was Kant als die Würde des Menschen definiert hat. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben und sagen, okay, das können wir ja islamisch auch fortführen. Wir haben, wie gesagt, also in der islamischen Tradition haben wir Ansätze, auf die wir ansetzen können, aufbauen können. Wir haben im Koran dieses Liebesethos, was stark kommt im Koran, auf das können wir aufbauen. Also aufbauend auf das, also das, was wir innerhalb der islamischen Ideengeschichte haben, können wir uns heute stark machen
für Gott Mensch-Beziehung als Freiheitsbeziehung, alleine schon auch die Schöpfungsgeschichte, ich erinnere immer wieder daran, also wunderbares Bild im Koran, wo Gott Adam erschafft, heißt das, und er ist in der Mitte umherum, die Engel, also stellen sich das bildlich so vor, das Bild, so Millionen, Milliarden Engel, so versammeln sich irgendwo, Adam in der Mitte, und Gott sagt jetzt, wirft euch nieder, und die Engel denken vor Gott, sagt, nein, nein, nicht vor mir, vor dem Menschen, vor Adam. Ist alles Symbolik. Aber was sagt diese Symbolik? Ein Gott, der sagt, in der Schöpfungsgeschichte, da geht es nicht um mich, da geht es um den Menschen. Der Mensch ist in der Mitte und ihr wirft euch nieder vor dem Menschen, vor Adam. Und der einzige Engel, der abgelehnt hat, der sagt, nein, ich werfe mich nur vor dir, lieber Gott, aber doch nicht vor dem Menschen. Die koranische Geschichte sagt, aus dem ist der Erzteufel geworden. Das ist die koranische Genese, also die Genese des Teufels im Koran. Der Engel, der abgelehnt hat, sich niederzuwerfen vor dem Menschen, symbolhaft alles, aber will nur sagen, es geht hier um den Menschen als Selbstzweck. Also daraus können wir das heute ableiten oder so interpretieren zumindest. Also wir haben Grundlagen, Gott-Mensch-Beziehung als Freiheitsbeziehung auszulegen. Ein letzter Gedanke, wenn wir jetzt konsequent bleiben, Mensch ist Selbstzweck, Subjekt, jetzt hat das Auswirkungen, gesellschaftliche, gesellschaftspolitische. Ich gehe im Buch ausführlich auf mehrere Themen, zum Beispiel Thema Frauen, wenn die Frau als Subjekt ist, Selbstzweck ist, ist nicht Objekt, nicht Objekt der Begierde der Männer, das zwingt uns oder bringt uns zwangsläufig dazu, das patriarchalische Bild von Frauen zu intersexualisieren, vor allem Frauen zu befreien auch von diesem Patriarchat, weil patriarchalische Strukturen verdinglichen Frauen. Sie ist ein Objekt des Mannes, Objekt des Gehorsams dem Mann gegenüber, Objekt der Begierde, was immer. Aber die Frau als Subjekt, dann ist sie selbstbestimmt, sie ist Subjekt, sie ist Selbstzweck. Das heißt, das gibt uns nochmal zu nachzudenken, und ich versuche im Buch auch Ansätze aus der islamischen Tradition, die ich sehr gut kenne, und deshalb versuche ich da rauszugraben, Positionen, die das Patriarchat gerne verschweigt, aber die sind in der islamischen Tradition früher stark vertreten. Zum Beispiel, dass Frauen als Imaminnen sind. Als Frau Attisch, die heute auch hier bei uns ist, auch zuhört und zuschaut, sich als Imamin deklariert hat, eine Moschee eröffnet hat in Berlin, haben alle protestiert und oh, das gibt es ja nicht und so. Da haben große Gelehrte, im Buch verweise ich auf mehrere große Namen, Ibn Taymiyyah beruft sich auf Ibn Hanbal beruft sich auf den Propheten Mohammed. Der Prophet Mohammed hat aus einer Frau eine Imamin gemacht vor Männern, vor fremden Männern. Darauf berufen sie sich alle, auf den Propheten Mohammed. Wir verschweigen das gerne im Patriarchalischen, aber das ist nichts Sensationelles, das ist Teil der islamischen Tradition. Nur wir selektieren, wir nehmen nur raus das, was uns gefällt, patriarchalisch. Das Patriarchat nimmt das Patriarchalische und stellt es als das einzig Gültige. Es gibt nur das Einzige, obwohl es mehreres gibt. Aber ich mache mich stark auch für diese Positionen. Ich will nicht damit sagen, dass jede Moschee jetzt eine Frau als Imamin haben soll. Aber ich will sagen, diese Vielfalt sollte auch in Deutschland vertreten sein. Und das ist keine Häresie, sondern ist es eine Wiedergabe der islamischen Tradition in ihrer Vielfalt, dass auch da und dort Moscheen gibt, wo eine Frau als Imamin ist. Wo ist das Problem? Dieses Argument, ja, dann sind die Männer abgelenkt, weil sie dann nur mehr die Frau anschauen. Also das ist so absurd, das ist beleidigend für die Frau und für den Mann. Und das verdinglicht die Frau noch einmal. Und ich erinnere immer wieder, dass in Mekka seit dem 7. Jahrhundert, seit der Prophetzeit, bis heute beten Männer und Frauen gemischt. Das erstaunt manche, die nicht in Mekka waren, aber fahren Sie mal nach Mekka auf Pilgerfahrt oder wann immer Sie wollen, Sie werden das heute noch feststellen, dass Männer und Frauen Schulter an Schulter nebeneinander gemischt beten, also im heiligsten Ort des Islams. Also so absurd oder so schlimm ist diese Idee nicht. Aber ich gehe im Buch auf andere auch Themen, um zu zeigen, was bedeutet das Subjektwerden des Menschen, Umgang mit dem Koran, Thema Nicht-Muslime, Thema, also viele Themen, die auch Thema Gewalt auch und so weiter. Ich will auf das jetzt nicht alles eingehen, aber gerne können Sie Fragen in die Richtung stellen. Aber mein Anliegen ist, konsequent dieses
diese Theologie der Freiheit, dieses Subjektwerden des Menschen konsequent bis zum Schluss zu verfolgen, auch in der eschatologischen Dimension, im Jenseits, wo auch da Al-Ghazali, den ich erwähnt habe, dieser persische Gelehrte, der geschrieben hat über Paradies und Hölle, und er schreibt ausführlich im 12. Jahrhundert darüber und sagt, ich verdingliche den Menschen nicht. Sagt, wer versteht Paradies und Hölle als Orte, materielle Orte des Essens, Trinkens oder hier Verbrennen, und die Menschen streben das Paradies an, weil sie Essen, Trinken und Erotik haben wollen, sagt, das sind die wahren Polytheisten, sagt Ghazali, nicht ich. Sagt er, die haben es nicht verstanden, sagt er. Sie wollen nicht Gott, sondern sie wollen Essen, Trinken und Erotik. Und deshalb beten sie Gott an und glauben an Gott und machen Gutes. Und sagt er, ist denn der Mensch gefangen, also und abhängig von seiner Begierde? Da ist er nicht Subjekt seines Selbst, da ist er nicht unabhängig, da ist er abhängig. Und dann plädiert er dafür, das alles symbolhaft zu verstehen, zu einem Zustand der Nähe von Gott oder getrennt sein von Gott. Das ist das Paradies und das ist die Hölle. Auch das haben wir im 12. Jahrhundert, solche Ansätze. Ghazali war nicht der Einzige. Aber wie gesagt, wir Muslime verkennen die eigene Tradition. Und wenn jemand wie ich kommt und sagt, wir müssen nicht zwingen, niemanden das so zu lesen, aber ich sage, wir können das auch so lesen. Die sagen, oh, dieser Heretiker, was bringt er uns da für Dinge? Ich bringe gar nichts von der eigenen Tasche. Ich hole heraus nur aus der eigenen Tradition. Und gerade derer, die so sich hinstellen und sagen, ja, wir wollen die Tradition verteidigen, sage ich, nein, was ihr macht, ist nicht die Tradition zu verteidigen, sondern ihr selektiert ein paar Dinge aus der Tradition, die gerade euch gefehlt, und sagt, das ist der Islam und es gibt nur diesen einen Islam und nur diese eine einzige wahre Auslegung des Islams. Das steht im Widerspruch zu der Tradition, und das legitimiert diesen Menschen diese Herrschaftsideologie, die, wo sie sagen, wir wollen mit diesem einen wahren Islam herrschen. Wir haben diesen Anspruch, wir haben die Deutungshoheit über den Islam, weil es gibt nur eine einzige richtige Auslegung des Islams und die haben wir. Also Beharren auf dieses Monopol des Islams ist ja auch Teil des Problems, was ich ganz am Anfang gemacht habe, damit der Kreis sich jetzt schließt, aus dem Islam, aus einer Religion, der Spiritualität, der Ethik, die der appelliert, an Menschen Subjekt zu werden, sich zu befreien, wird eine Herrschaftsideologie. Ich erinnere übrigens, letzter Satz jetzt wirklich, auch das islamische Glaubensbekenntnis, der nicht mit einer Bezeugung von Gott beginnt, sondern Bezeugung von einer Befreiung von jeglicher Abhängigkeit. Wir Muslime sagen im Glaubensbekenntnis nicht, ich bezeuge, es gibt nur einen Gott, sondern wir sagen, ich bezeuge, es gibt keine Gottheiten außer den einen Gott. Das heißt, ich muss erstmal Befreiung bezeugen. Ich muss mich befreien von allen Abhängigkeiten. So verstehe ich den Glaube an Gott als Prozess der Befreiung. Und im allerletzten Kapitel im Buch gehe ich ausführlich auf das ein, wo ich appelliere, um ein anderes Verständnis auch von Religiosität, religiös sein, nicht einfach im Sinne von ich glaube nicht, ja, nein, es gibt einen Gott, es gibt keinen Gott, sondern Religiosität, Religion, Glaube ist ein Geschehen der Freiheit, ein Geschehen der Liebe. Und ich hoffe, dass ich dadurch auch Muslime auch vor allem erreiche, gerade diejenigen, die interessiert sind, ihren Glauben zu reflektieren, Entwicklungen in der Geschichte nochmal zu hinterfragen. Ist es nicht alles vom Himmel gefallen, so dass der Islam angeblich eine Herrschaftsideologie sei, sondern das ist ein Prozess einer Entwicklung, einer historischen Entwicklung. Und wir können heute einiges dekonstruieren und wir haben viele andere Ansätze innerhalb der islamischen Theologie. Aufbauend auf diesen Ansätzen können wir heute eine Theologie der Freiheit, Gott-Mensch-Beziehung als Liebesbeziehung, in den Mittelpunkt stellen, die Barmherzigkeit auch in den Mittelpunkt stellen und vieles mehr, was eigentlich dem Menschen selbst dient. Und diesem Bild von Adam in der Mitte und alle werfen sich nieder vor Adam, durch den Befehl Gottes, diesem Bild wieder gerecht zu werden. Ich danke jetzt allen für das Zuhören, bin sehr gespannt auf die
Diskussionen jetzt. Entschuldige, Susanne, ich habe ein bisschen überzogen, jetzt mehr als eine halbe Stunde. Das war ganz großartig, lieber Mohanad, ganz, ganz toll. Vielleicht noch eine Sache an alle. Wir haben jetzt 100 Teilnehmer, es haben sich viel mehr angemeldet, aber leider hat unser Programm nicht mehr aufgenommen. Wir werden das bis zur nächsten Sitzung, werden wir das Problem lösen, wenn wir weiterhin so einen großen Zulauf haben, dass das nicht bei Hunderten stoppt. Aber die Vorlesung wird ja auch ins Netz gestellt, sowohl von dir als auch von uns wird sie ins Netz gestellt. Ich will gar nicht so lange mit dir sprechen, damit die anderen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Nur eine Sache vielleicht anstoßen. Was ist denn eigentlich der Grund, dass du mit dieser Theologie der Barmherzigkeit bei vielen Muslimen in Deutschland, also ich spreche jetzt von Deutschland, nicht von den Muslimen außerhalb Deutschlands, da sieht es ja zum Teil ganz anders aus, dass du da auf so erbitterte Feindschaft stößt, die bis dahin geht. Ich erinnere, vor einigen Jahren haben die Vertreter großer muslimischer Organisationen, die im Beirat der islamischen Theologie in Münster sind, versucht, dich als Heretiker, wie du auch gesagt hast, zu brandmarken, und dann wollten sie gerne, dass du vom Lehrstuhl gejagt wirst. Da hat sich damals der Bundespräsident, der damalige Gauck, noch für dich eingesetzt und hat gesagt, sowas geht hier überhaupt nicht. Aber ich meine, wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Was ist deine Erklärung? Eine berechtigte Frage. Es gibt mehrere Gründe. Also wir müssen unterscheiden zwischen so einfachen Muslimen auf der einen Seite, die nicht interessiert sind jetzt an Machtfragen oder an politischen Fragen. Für viele, wenn sie was Neues hören, fühlen sie sich in ihrer eigenen Identität erschüttert. Also für sie, meine religiöse Zugehörigkeit ist gleich meine Identität, das ist das, was mich ausmacht. Wenn jemand kommt und sagt, Moment, zum Beispiel, Frauen dürfen auch als Imaminnen sein, das gibt es auch innerhalb der islamischen Geschichte, also nicht meine Erfindung, wie gesagt, die fühlen sich dann erschüttert und sagen, ah, Moment, aber das habe ich noch nie so gehört. Also bin ich jetzt Muslim, bin ich nicht mehr Muslim, darf ich das überhaupt sagen? Also sie werden dann irritiert in ihrer eigenen Identität. Und deshalb ist es wichtig, dass der Mensch, das ist das übrigens, was der Koran immer appelliert, dass der Mensch immer kritisch reflektiert, also einen Abstand nimmt und sagt, okay, mein Glaube ist eine Sache, aber ich will ja mich vergewissern, ich muss ja die Dinge hinterfragen, ich muss ja verstehen wollen, und dann muss ich bereit sein zu revidieren, andere Ansichten mir anzueignen, andere Positionen und so weiter. Also das ist bei den normalen Muslimen, die das Gefühl haben, ja, ist das islamisch, nicht islamisch, viel Unwissenheit steckt dahinter übrigens. Also ganz ehrlich, wie viele Muslime lesen im Koran? Wie viele Muslime haben die islamische Ideengeschichte gelesen und kennen all diesen Schulen? Also ich treffe, also die Mehrheit derer, die ich treffe, so Muslime, wenn ich sie fragen würde, zu welcher Schule gehörst du? Bist du malikitisch, hanafitisch, hanbalitisch, schafiitisch? Die würden fragen, keine Ahnung, was ist das alles? Und so weiter. Also wir haben es übrigens, damit sie wirklich, also das meine ich jetzt ernst, im Beirat, im Schulministerium, wir müssen ja, also die Religionslehrer müssen einen Zettel ausfüllen. Dann steht auf dem Zettel, welcher Rechtsschule gehören sie? Also hanafitisch, hanbalitisch. Was glauben sie, viele, ich will keine Zahlen nennen, aber viele schreiben unter dieser, welche Schule gehören sie, Rechtsschule im Islam. Sie schreiben die Adresse ihrer Schule, wo sie unterrichten. Sie können mit dem Begriff Rechtsschule nichts anfangen. Alles gut, ich will nur damit sagen, es gibt ja gewisse, leider Bildungsferne, was die islamische Tradition angeht. Und gleichzeitig meinen aber viele, ich kenne mich sehr gut aus, obwohl man sich kaum auskennt. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, oder die anderen, die also versuchen jetzt immer mir Stolpersteine auf den Weg zu setzen, die sind diejenigen, die in meiner Ausführung, beziehungsweise in meinen Ausführungen oder in meinen Positionen, sowas wie eine Konkurrenz zu ihrem Anspruch, nur wir dürfen die Deutungshoheit über den Islam haben, weil wir nicht wollen, dass jemand dazwischen kommt und etwas anders erzählt, unsere womöglich eher politischen Agenden kaputt macht.
Ich war ehrlich gesagt erstaunt. Du hast das jetzt erwähnt mit dem Buch. Also das war mein erstes Buch, Islam ist Barmherzigkeit. Als ich das Buch geschrieben habe, im Gespräch auch mit dem Verlag, haben wir immer die Sorge gehabt, oh, jetzt kommt viel Kritik aus der rechten Seite. Viele Rechte werden sich provoziert für Islam ist Barmherzigkeit. Weder ich, noch der Verlag, noch der Lektor, noch irgendwer im Marketing, noch irgendwer im Verlag kam je auf die Idee, dass die Hauptkritik von den Muslimen kommen wird. Nicht von den Muslimen auf der Straße, sondern von den Verantwortlichen. Ich dachte, die werden dankbar sein, dass man Aspekt der Barmherzigkeit in den Vordergrund stellt und sagt, oh, der gibt unsere Religion, die sonst seit dem 11. September im Verruf geraten ist und mit Gewalt assoziiert wird, er gibt ihr ein schönes, barmherziges Gesicht. Er zeigt ja die positiven Aspekte in der Religion. Man müsste das ja unterstützen eigentlich. Das habe ich wortwörtlich von Herrn Gauck gehört. Also die Vorgeschichte, warum er mich eingeladen, warum er gekommen ist nach Münster. Er hat mich ja zu sich eingeladen, noch vor diesem ganzen Chaos da mit den Problemen um das Buch, weil er selber Theologe ist und das Buch gelesen hat und angetan war, dass das alles im Islam gibt, Aspekte der Barmherzigkeit. Und er hat mir gesagt, das muss man ja stärker in den Vordergrund stellen. Wieso hören wir so wenig davon, von den Muslimen? Ihr Muslimen erzählt uns immer über Körperstrafen und Gesetze und das müssen wir und das wollen wir. Aber ihr erzählt uns nicht von eurer Spiritualität und Barmherzigkeit. So. Und deshalb hat er gesagt, ich komme euch besuchen, um das zu stärken, diese Theologie. Das hat damals bei der Gründung der islamischen Theologie in ihrer Eröffnungsrede, Frau Schawan, sie war noch Ministerin damals, sie hat mir gesagt, Herr Kurschid, durch sie hat der Islam in Deutschland ein anderes Gesicht, viel positiveres bekommen. Also, dann erwarte ich ja irgendwie Dankbarkeit, Unterstützung, aber von den Muslimen, von den Verbänden, aber ich mache die Erfahrung, ich war ein bisschen naiv damals, aber mittlerweile weiß ich, ohne Namen zu nennen, es gibt politische Gebilden, Organisationen, die angeblich die Muslime und ihre Interessen vertreten. Sie vertreten, und ich würde mir so wünschen, dass die Muslime das mal verstehen. Also die Interessen der Muslime, die sind für sie sowas von uninteressant. Ich habe es beileibe miterlebt, als wir gekämpft haben um die Einführung des islamischen Religionsunterrichts 2011 und 12. Da gab es welche, die gesagt haben, wenn wir nicht anerkannt wären als Glaubensgemeinschaft, gibt es keinen Religionsunterricht. Also Eltern hin oder her, Schüler hin oder her, islamischer Religionsunterricht hin oder her, interessiert uns nicht, interessiert unser Status ist interessant. Mhm. Unsere Machtstellung, dass wir an, das habe ich so oft erlebt, dass ich verstanden habe, nach langer naiven Phase, da geht es bei vielen, ohne Namen zu nennen, nicht um die Sache und nicht um die Interessen, sondern um die eigenen Agenden. Und deshalb brauchen wir Strukturen, die sagen, ich habe für mich keine Interessen. Meine Interessen sind Interessen der Muslime in Deutschland. Nicht meine Gruppe und nicht meine, was weiß ich was, Verband, sondern der Muslime in Deutschland. Und wie gesagt, also ich bin für Sie und andere auch sowas wie Dorn im Auge, aber ich sehe meinen Beruf als Berufung, also das, was ich alles erzählt, du hast es wunderschön erzählt am Anfang in meiner Biografie, das, was mir geschenkt wurde in meiner Biografie, dass ich diese unterschiedlichen Stationen erleben durfte, um zu verstehen, dass der Islam verschiedene Facetten hat. Ich möchte das weitergeben. Ich glaube daran, dass man den Islam heute als eine bereichernde Religion für die Muslime und Nicht-Muslime lesen kann und dass Muslime einen positiven Beitrag leisten können, für sich selbst, auch für ihre Gesellschaften. Aber das verlangt von uns gewisse Reformen, gewisse andere Lesarten des Islams. Das ist eine Überzeugung. Ich mache das nicht, weil ich irgendwelche politischen Agenden habe oder irgendwas davon habe, sondern jeder, der auch so kämpft, weiß, und du weißt das selber auch, liebe Susanne, du bist auch so eine Kämpferin, was das einem alles kostet, gesundheitlich, zeitlich, familiär, finanziell auch. Also man hat ja also nicht, wie die Leute unterstellen, dass man sich da bereichert. Da muss man von der eigenen Tasche einiges ausgeben, da und dort, um gewisse Dinge in Gang zu setzen. Auch die muslimische Gemeinschaft NRW habe ich gegründet. Also ich habe keine Sponsoren, ich sammle keine Spenden, nichts, alles von eigener Tasche, alle Videos, alles Material, alles von A bis Z. Homepage, diejenigen Techniker, die das machen, muss ich eigener Tasche zahlen. Das heißt,
Man kämpft wirklich ehrlich für eine Sache, nicht weil man irgendwelche Agenden hat, sondern man will einfach das Leben für die Muslime, auch Nicht-Muslime, ein Stück schöner gestalten. Das ist mein Glaube und dafür setze ich mich ein. Jetzt klingt das ein bisschen so selbstlobend, das wollte ich nicht. Ich will nur sagen, dass ich das aus Überzeugung mache. Ja.